Willkommen zu einem neuen Video. Und was macht der Kerl eigentlich zu Hause und warum sieht er so aus? Das ist das, was ich meine Alltagskleidung, wo ich zu Hause rumtrage. Ich weiß, die Haare sind ein bisschen lang, müssen geschnitten werden. Ich hatte einen spontanen Einfall, was ich auch mal zeigen kann, was auch ein bisschen was anders ist als in Deutschland oder Europa, nämlich die Stromadapter hier. Die sehen komplett anders aus als Europa oder Großbritannien oder sogar die USA. Schauen wir uns die also mal etwas genauer an. So sieht so ein Poweradapter aus. Das ist jetzt einer von für einen Staubsauger und ist ein bisschen was, ja, die einfache Version. Ihr seht, das ist schon eigenartig, ne? Eine eigene Version. Das sieht fast so aus, ähnelt so ein bisschen an die US-amerikanischen oder asiatischen, chinesisch-japanischen. Aber die sind so ein bisschen angeschrägt. Und das natürlich auch aus dem ganz einfachen Grund, weil vielleicht sieht man es hier auch, naja gut, es ist wahrscheinlich ein Adapter, der dann beides kann, aber weil das Netz hier 50 Hertz hat, das heißt 230 Volt fließen durch die Leitungen, anders als in den USA, wo es ja 110 und 240 Volt gibt. Und ich glaube, in Japan ist das genauso. Deshalb hat man die angeschrägt. Das ist übrigens das gleiche System wie auch in Australien. Das heißt, Australien und Neuseeland teilen sich eben die gleichen Stromadapter. Und das ist jetzt so ein typischer Adapter, wie er dann aussieht. Es ist aber nicht der vollständige, denn hier haben wir nur zwei Pinne, also Plus und Minus quasi. Was wir aber nicht haben, ist der in der Mitte, der normalerweise dazu zuständig ist, eben die Erdung zu machen. Und was man hier deutlich öfters findet, also in Deutschland beispielsweise, gibt es ja diesen Erdungspin kaum oder fast überhaupt nicht. Zumindest ist da meistens nur so ein kleines Blech, aber kein wirklicher Pin. Findet man das doch hier sehr häufig, dass man eben so auch einen Erdungspin findet und alle Dosen eben auch einen Eingang für diesen Erdungspin haben. Und das ist also jetzt hier quasi eine Ausnahme. Ich habe jetzt alles andere. Ich könnte ja mal hier noch einen Adapter zeigen, der wahrscheinlich den Erdungspin auch hat. Genau. Habe ich gerade meinen Computer mal ausgesteckt. Und hier sieht man das dann halt eben, die Dreierdose. Also hier dieser Erdungspin und hier die zwei Pins, die angeschrägt sind. Das ist jetzt so ein typischer Adapter, den man hier kaufen kann für die europäischen, also den europäischen Stromadapter auf neuseeländischen oder australischen umzumünzen. Es gibt aber auch noch andere, die ja, Universaladapter genannt werden. Die sind dann was größer und breiter und da ist ein bisschen was schwieriger, die europäischen reinzupacken. Deshalb, falls ihr hier hinkommt, schaut nach so einem Adapter Ausschau. Die sind auch nicht allzu teuer, aber ja, die sind deutlich besser geeignet als diese komplett universalen Adapter. Außer ihr besorgt euch einen Universaladapter, bevor ihr hinkommt, wie ich es gemacht habe, einen universalen Reiseadapter. Der sieht dann so aus. Travel Universal Adapter Surge Protector. Universal Adapter. Und so, hier ist alles quasi versteckt. Und da kann ich also nicht nur nach Neuseeland, Australien, sondern auch nach Großbritannien. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, das rauszuziehen und bin dann in Großbritannien mit denen. Kann das hier auch runterstecken. Das ist dann die Erdung hier. Kann das dann in einen großbritannischen Plug reinstecken. Dann habe ich natürlich auch den europäischen hier. Den kann ich rausstecken. Ich kann dann natürlich auch den hier machen. Das ist dann der US-amerikanische bzw. asiatische bzw. japanische, glaube ich, ist es auch. Und das Coole an dem ist, wenn ich dann nach Australien oder Neuseeland gehe, kann ich einfach sagen, okay, ich mache es schräg und kann das dann umstecken. Und falls ihr, das ist das Schöne an dem, dass man es drehen kann, ihr seht hier auch, sieht fast genauso aus. Falls es da Probleme gibt, weil er zu dick ist oder sowas, da habt ihr die Möglichkeit zu sagen, okay, drehe ich das Ganze um. Ne? Und dann habe ich immer noch quasi das Gleiche, kann dann das einfach andersherum reinstecken. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass hier auch an der Seite noch USB-Anschlüsse sind. Das heißt, hier habe ich also auch die Möglichkeit, USB-Geräte anzuschließen, wenn ich mal was laden möchte, ein Smartphone oder sowas. Das hat jetzt, glaube ich, hier die Ausgangsleistung mit 2 Ampere maximal, also kein richtiges Schnellladen. Aber ihr findet mittlerweile auch Reiseadapter, die dann sicherlich auch das Power Delivery Protokoll können und dann mit 18 Watt und mehr aufladen können. Hier dann der Anschluss für die verschiedenen ja, Möglichkeiten. Also da passen die amerikanischen, asiatischen, britischen
alle möglichen Adapter passen dort rein. Und das ist im Grunde genommen schon auch alles. Also dieser kleine Reiseadapter hier kann ich also nur empfehlen, euch vor der Fahrt dann so einen zu besorgen. Der passt dann überall rein. Am besten auch noch mit USB. Dann habt ihr eben, spart ihr euch eventuell dann noch einen extra Adapter für das Smartphone mitzunehmen. Müsst aber darauf achten, dass der auch ordentlich Power liefert. Ja, das ist im Grunde genommen auch schon alles, was ich zeigen wollte. Und das war es dann jetzt auch schon für dieses Video. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich im Comments-Bereich machen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.